Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Leute hier der Krützchenbauerkunst in Minecraft. Und wie man es schon erkennen kann, hier drüben ist da der andere Marcel. Und ja, er darf, aua, er darf mich nicht hauen, er darf erstmal Hallo sagen. Hallo, so, erstmal ja, jetzt ruhig, du bist jetzt ruhig. So, jetzt darf ich nämlich reden, deswegen fange ich auch an. Wie man mich vielleicht kennt, man sieht es draußen schon so ein bisschen, ich guck mal, dass ich da nicht unbedingt hingucke, haben wir ja die letzte Aufnahme hier aufgehört und ich dachte mir, ich bereite offscreen so ein bisschen was vor. Wir können ja mal hier gucken, zweite Etage ist alles nahezu unverändert, ein paar Lianen sind dazugekommen. Wenn wir jetzt noch eine Etage höher gehen, der Marcel kann mir gern folgen, dann kann ich es für seine Zuschauer mit erklären. Hier ist auch nichts Besonderes, wir überspringen das einfach mal in meiner Kiste, wenn man da reinguckt, hier in die obere, dann sieht man schon, ich war ein bisschen auf Reisen, aber ist jetzt auch noch nicht so tolles drin, dann hier ein Riesenraum, Zimmer 6 extra feucht, das ist dann für den Marcel, das ist so ein Badezimmer und von oben tropft es von der Decke, deswegen extra feucht und ja. Jetzt hier oben, Netherportal, schön und gut, eine kleine Farm für die Gemeinschaft, erstmal Sprache finden, ihr werdet gleich sehen, warum ich die Farm gebaut habe, die war für eins der Projekte ganz wichtig und jetzt geht's abwärts und ich bin zu weit, das war gut, gut wie ich mich hier auskenne. Ja, von außen sieht das Ganze jetzt wieder Gott sei Dank nach einem Baumhaus aus. Ich denke, es kann man so anbieten. Nun zur Erklärung. Ich habe, wie gesagt, offscreen ein bisschen gespielt. Dachte mir, hey, wie wäre es, wenn wir einen kleinen Lavaofen holen? Damit freut sich der Marcel und ich kann angeben. Und der Lavaofen hat halt meine Hütte weggebrannt. So. Ja, und deswegen musste ich das Ganze neu aufbauen und das waren insgesamt ungelogen 10 Stunden Arbeit, die ich danach hatte und ja, das war wie gesagt die Neuerung. Mein Häuschen ist ein bisschen entstanden. Hier habe ich für uns beide, ne, so einen Erste-Hilfe-Kasten gebaut. Einmal Knopf drücken, zack, kommt das Brot rausgepfeffert. Und deswegen da oben die Weizenfarm, damit ich hier ein bisschen Brot reintun konnte. Ist vielleicht auch so, wenn man ja hier ungefähr ankommt, wenn man auf Reisen ist. Und dann kommt man hier an für die Neuankömmlinge und dann können sie sich wieder Brot holen. Auf der anderen Seite drüben, um den kleinen Rundgang schnell fertig zu machen, sehen wir schon, ab zur Tierfarm. Und es wird schon wieder Nacht, das ist perfektes Timing. Hier stehen ein paar Kühe drin. Ich war dabei, das noch ein bisschen auszubauen. Hier, wer sich dunkel dran erinnern kann, wo wir gerade stehen, war ganz viel Berg. Den habe ich abgetragen, bisschen Eisen gesammelt dabei und dann hier alles zur Erde gemacht und hier meine Freunde gezüchtet. Ja, das war's von mir. Und dann komm mal mit, dann zeige ich dir mal. Ich glaube nämlich, der andere hat auch was fabriziert. Also tatsächlich nicht allzu viel. Ich habe heute Morgen, heute früh um, weiß nicht, lass es 7 Uhr gewesen sein. Ich habe ihn gezwungen, weil ich quasi so viel gezockt habe, musste er natürlich nachziehen, ist ja klar. Ja, da musste ich ein bisschen ich nachziehen. Ich weiß halt, wie man sich Streber ärgert. Ja, man will hier ja das angekratzte Ego und so, ne? Also im Rhein habe ich nicht allzu viel gemacht. Ich habe hier schon mal den leichten Grundriss für den Weg gemacht, damit ich so in etwa weiß, wo ich lang baue. Apropos Weg, ich habe auch viele, viele Steinchen für dich. Also was heißt viele, aber ein paar. Ey, du hast ja auch eine Weizenfarm. Das ist gut. Ja, das ist meine kleine private. Komm mal mit. Wann steht die denn? Die hatte ich in der letzten Aufnahme zum Ende hin angefangen. Ja. So, und hier. Da, guck mal hier. Oh. Der Kopierer. Sogar mit schönen Lianen. Ja, richtig geil versteckt, das Ding. Ich habe den Baum extra manuell vergrößert. Krass. So. Jetzt. Also, ich habe den 6x6 gebaut. So, jetzt komm mal mit. Jetzt zeige ich dir den geilsten Fahrstuhl der Welt. Ja, ich bin gespannt. So, hallo Häschen. Hey. Blub. Hier unten kommt meine kleine private Lagerhütte hin. Hui!
Ui, da war ein Zombie in der Nähe. Ja, lassen Also, da sein. kommt man da nochmal an oder? Huch. Ah. Ja, muss relativ tief Ja. sein. Alter, ist das laut hier unten. Höhle in der Nähe. Also das werden so in Ja. etwa, also das wird vielleicht noch ein bisschen größer. Hier wird halt Oh Gott, gelagert. ich würde mich definitiv in deinem Lagerhaus würde ich mich verlaufen. Die Gänge sind nur in etwa so die Grabrichtung. Das wird eine Ja, riesengroße deswegen Halle. sage ich's ja. Oh, da ist Kohle. Ey, du So. hast bei 4 Minuten 25 Kohle übersehen. Huch. Kriegst erstmal eine Schelle dafür. So. Huch. Aua! Nicht mit dem Das war aus Schwert. Versehen. So, und jetzt siehst du hier, wie dieser geile Aufzug Ja, mit funktioniert. den Schildern da, ne? Ja, das ist. Also ich habe, Das wie gesagt, habe ich dir ja geschrieben. Haha, was die Leute nicht wissen, wir können schreiben. Ah, hier kommt man hier nicht raus? Ja, kann ich. Auf jeden Fall, wie ich dir Oh, geschrieben ja, habe, trampel auf mein Feld, du Trampel, ich ey. war das nicht. Kriegst gleich noch eine. Mit einem Au! Weizenkorn geschlagen. Ja, gib mir meine Scheiße zurück. Was soll denn das hier? Warte. Klappt. Mein Weizen will ich auch wieder haben. Das war schon fertig. Ja, Wie habe ich denn hier. das Was soll denn zerstört? das da? Du bist da raufgeklatscht. Echt? Klatsch. Deiner fetten Rüstung hier. Fette Ja, ich Schildkröte, muss mich ey. auch mal für. Nee, das war falsch. Wie war denn das nochmal? Das hier. Ah. Düdelü. Haha. Ich habe eben Pizza gegessen und dann wurde ich zum Ninja Turtle. Ja, Mann, voll Ja. geil. So, So. jetzt zurück im Text. Einmal wollte ich noch erzählen, bei mir irgendwann kommt da auch ein richtiger Fahrstuhl. Der funktioniert aber ohne Wasser. Der wird bei mir über Loren funktionieren. So viel kann ich schon mal sagen, wenn ich es denn hinkriege. Und da springt irgendwas ins Wasser bei dir. Das ist ein Zombie, Ah habe ich schon ja. gesehen. Guck mal, Alter. Und Auf ja, ihn! was ich noch kurz anteasern darf, um Werbung zu machen, auf meiner fabulösen Webseite, ja, healfakti.de/blog, da hinten ist auch noch ein Zombie, gibt es jetzt rechts oben, da kommt auch noch ein Zombie, eine Umfrage, ne, für Fans von Minecraft, gibt es, wenn man sich auf die Seite einloggt, direkt oben rechts, passt auf, für Fans, gibt es da ein extra Fenster. Und ja, da kann man dann so abstimmen, was man denn so gerne sehen möchte. Ich habe da so ein paar Möglichkeiten zum Abstimmen. Ja, wie nennt man das? Zur Möglichkeit angeboten. Und ja, da könnt ihr euch gerne auch mal austoben. Ist, denke ich, einfacher als über YouTube-Kommentare, weil das nur ein Klick ist. Spider-Man. Yo. Fantastisch. Ansonsten zum Plan heute. Ich weiß nicht, was der Marcel macht, aber. Ich werde versuchen, die Gemeinschaftshütte, aka Lager, ein bisschen zu bauen. Werd heute was ganz Langweiliges machen und mein Lagerraum da unten Huh. füllen. Ich bin auch noch nicht sicher. Oh, Alter, was ist denn hier kaputt? Alter, 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 Alter! Nicht alle auf einmal! Ja, sicher, was geht der? Alter, 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 what the Wie er fuck? wieder so tut, als wäre bei ihm Action. Dabei ist gerade mal ein Hase vor seiner Haustür. Fünf Zombies und zwei Spinnen, Ja, Alter, what the fuck? sieh. Wollen wir pennen gehen? Ja. Brauch nämlich auch was zu Ja. essen. Fuck! Zum Glück habe ich extra bei Aber ich hab ja dem noch. Offscreen-Spielen auch ab und an mal dran gedacht, mir Essen zu machen. Spider-Man, Spider-Man. Hier ist der Beweis, Spinnen sind schwächer als Ninja Turtles. Mir kann keiner mehr was. Zack. So. Ich bin gleich im Bett. Einen Moment. Oh, noch. Jojo. Nee, den Zombie. Bogenschützen muss ich noch mitnehmen. So. Ach, das hört ja hier gar nicht mehr auf. Zombie weg. Kannst du sauer sein? So, Bett. Und natürlich das alte Ritual, obwohl es nicht nötig ist. Hehe. Los. Ich kann nämlich nur Ja, plus. ich werde auch mal gucken. Ich habe mir überlegt, dass ich ein vernünftiges Verhältnis finde zwischen so viel behalte ich und so viel kommt ins Gemeinschaftshaus. Man will ja auch ein bisschen egoistisch sein Ja, ist dürfen. das das? Dich brauche ich. Selbst hier. So. Weg, weg.
Oh nein, halt, die Fackeln Wie brauche gesagt, ich ich habe alle. hier auch so eine kleine Kiste stehen, das hat man ja vorhin bestimmt gesehen. Mit Kiste Werkband am Sand. Wenn du irgendwann mal Holz über hast, ne, für das Gemeinschaftshaus oder so, kannst du das gern in die Kiste schmeißen. Jo. Meine Idee mit dem Häuschen war jetzt, ich könnte hier so ein Holzdingen hinbauen, wie ich das sonst immer mache. Aber ich finde, das versaut irgendwie die Natur so ein bisschen, weil hier die Bäume sehen irgendwie geil aus am Strand. Und meine Idee wäre, dass ich das irgendwie so einen Eingang nach unten baue und dass unser Lager dann quasi so ein bisschen unterirdisch wird. Fände ich jetzt besser, als hier die Natur so ein bisschen zu verschändeln, ne? Ja, das muss ja Nee. nicht sein. Man muss ja nicht Muss ich immer. nur aufpassen, dass ich nicht auf meine Höhle treffe nachher beim Bauen, aber das kriegen wir schon hin. So, dazu bräuchte ich vielleicht noch eine Schaufel. So. So. Ja, Pilzsuppe, Kuchen. Kuchen brauche ich nicht. Kuchen. Ich wollte unbedingt mal einen Kuchen machen. Ich weiß nicht, wie viel der bringt, aber ich habe einen Kuchen. Du kannst 8 Mal davon Ach essen, so, ja, das also ist gut. lohnt sich Das schon. ist gut, dann, das war nämlich echt nicht einfach herzustellen, der Kuchen. Braucht ein bisschen Zeug. Den kannst du aber halt nicht Nicht? mitschleppen, den zu essen, Naja, nicht schlimm. glaube ich. Zum Mitschleppen habe ich ja die Steaks. Was wollte ich So. denn jetzt? Eine Schaufel. Oh fuck. Was man noch Du, sagen kann, ich du, du, du. glaube, das geht aber auf meine Kappe. Man dürfte jetzt den Marcel auch deutlich besser hören. Denn ich nehme mit Headset auf. Oh Gott. Und ich hoffe, diesmal geht meine Outer City-Aufnahme nicht verloren. Fick dich, PC. Willkommen bei Pleiten, Pech und Pannen. Ah, So. behinderter Scheiß Bluescreen, ey. Hab mir meine ganze Aufnahme verkackt. Ja, blau und weiß. Steht ja bei mir jetzt gerade noch so ein bisschen zur Debatte, ob ich jetzt gleich noch ins Kino gehe nach der Ja. Aufnahme. Guck, der Erfolg-Hunter wieder hier. Aber weiß ich Ich habe nicht. die Überlegung bzw. die Einladung eben erhalten von unserem Postmann. Der ist ja unser Sportdirektor auch noch. Und neben Sportdirektor auch noch A-Jugendtrainer. Und die haben heute ihr letztes Spiel, sind schon Meister geworden. Und er meinte halt, ich soll gucken kommen. Die haben 8 Uhr Anstoß. Gucke ich mal, ob ich da die zweite Halbzeit mitnehme oder nicht. Kommt auf meine Lust an. Tageslust. So, wo wollte ich jetzt hin? Ach ja, darunter. So. Boah, meine Spitzhacken machen beide gleich einen Abflug. Das ist ja nicht so Das finde ich geil. gut. So, erstmal runter hier. Das ist ja nicht So, ich habe so jetzt zwar den gut. Plan, wo ich hin will, ne, aber wie das aussehen soll, der fehlt mir noch so ein bisschen. Das muss einfach kommen. So, jetzt kommt die So. Schwierigkeit überhaupt. War Minecraft so rund bauen. Nein, ich bringe den jetzt Das nicht. klingt. Nein. Oh Gott, jetzt wollte er wieder hier einen ganz schlechten Witz Nein, bringen. nein, ich wollte deine Mutter nicht ins Spiel bringen. Hey. Nee. So. Ja, das ist ein guter Anfang. Oh, hier ist schon Hey, Eisen. Sandstein. Eisen, Eisen. Eisenpupeisen. Heute erschien die Folge. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Dann den, den, den Eins, und den. zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, So. neun, zehn sind drin. Dann wird das Ganze hier echt kriminell zu bauen. Wird auch definitiv heute nicht fertig, aber der Grundstein wird gelegt. Passt. Bock, bock. Klingt echt völlig anders über Headset. Hui. Klingt auf jeden Fall Vielleicht habe gesund. ich dann weniger Angst vor Monster. Eh nicht. Alter, ich habe mir so in die Hose gemacht bei dem ganzen Scheiß Redstone-Gesuche und Lava-Hole und Nether-Besuch. Das war so und so nix. Da
Da bin ich nur einmal kurz rein, um zu gucken, wie es aussieht, und dann direkt rückwärts wieder rausgestolpert. Weil ich einfach dachte, je länger du jetzt da im Nether bleibst, desto schneller kommt irgendwas, das du nicht kennst, und bringt dich um. Das ist richtig. Das ist im Nether gerne mal so. Ja. Übrigens, wenn ich im Nether wieder rauskomme, lande ich immer bei dir. Ja, das ist, ja, dann ist das halt so. Ich glaube, dann ist dein Portal irgendwie zu nah an meinem dran und deswegen ist das so. Ist korrekt. Habe ich mal so gelesen. Was schade ist. Ja, ist auch richtig, aber ich finde halt ein bisschen schade. Oh, Eisen. Tja, dann hast du halt ein paar Umwege, faule Sau. Ja, das ist halt, dafür ist es halt gut als Abkürzung, wenn ich zu dir will, Na, weißt du, einmal durchs dann Nether muss ich nicht flitzen. extra. Also es müsste dann bei Ja, mir ja genau. auch so sein, ne? Wenn ich durchs Nether gehe. Du kommst nicht bei mir raus, ich hab's Ach so, cool. ausgetestet. Tja, ich bin halt was Besonderes. Ah. Erstmal haten. Oh, Eisen. Da. Alter, bin ich schon hoch. Würde ich sagen, wäre das hier der. Boah, ich hoffe, das wird so, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe auch, das wird so, wie ich mir hier vorstelle, aber es kommt eh erst mit der Zeit. Ja, Freunde, die Folge ist zu Ende und wie sagte ich zum Schluss, ich hoffe, es wird so, wie ich mir das vorstelle und ja, das hoffe ich auch. Der Sound dürfte jetzt eigentlich besser sein. Wie gesagt, ich nehme jetzt mit Headset auf, die Rückkopplungen sollten ein Ende haben und auch wenn ich in dieser Folge ein bisschen Sprachprobleme hatte zu Beginn, ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen und es ist nicht nur so, wie ich mir das vorstelle, sondern auch wie ihr euch das vorstellt. Wenn es so ist, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar, besucht auch mal den anderen Marcel, dessen Link ist wie immer in der Videobeschreibung, auch alle anderen Links, wie die zu meiner Homepage etc. pp, auch wie ihr mich unterstützen könnt und so. Alles dort zu finden, also einfach mal durchklickern und uns unterstützen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao, ciao.